So, ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute nur kurz zeigen, wie man Kerzen verziert. Und zwar, da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und zwar heute einfach mit einem Verzierwachs. Und zwar zeige ich euch heute eine wirklich ganz einfache Möglichkeit. Und zwar gibt es da sogenannte Verzierwachsplatten. Diese gibt es in den unterschiedlichsten Variationen, Farben, Mustern. Ja, also was nicht, ob man das jetzt schön erkennen kann. Das ist so ein schillerndes. Ja, also da gibt es ja wirklich tausende von verschiedenen, von unterschiedlichsten. Da habe ich zum Beispiel eines in Blau, Weiß, falsche Seite, ja, mit Glitzer, mit Silberglitzer. Genau, kann man jetzt schön sehen. Ja, also diese Farben könnte man zum Beispiel auch für Taufkerze dann verwenden oder zur Erstkommunion. Oder man kann auch Kerzen als Geschenk verwenden. Oder gerade jetzt in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit für sich zu Hause. Oder auch vielleicht für den Adventkranz oder als besondere Kerze für den vierten Advent. Ja, hier habe ich zum Beispiel schon einige Sachen ausgetestet, also verschiedene Varianten. Und zwar habe ich hier mittels einer Schablone hier einfach zwei Vögel ausgeschnitten. Da bitte extra aufpassen. Und zwar habe ich dazu einen sehr scharfen Cutter benutzt. Und jetzt hast du das Stativ umgeworfen. Wunderbar. Und hier habe ich dann einfach das Wachs, wo ich die Vögel ausgeschnitten hatte, auf die Kerze raufgegeben und das Fehlende jetzt, was jetzt eigentlich gefehlt hat, mit Hilfe von einem Kerzenpen, das ist ein Stift, mit dem man dann auch die Kerzen verzieren kann, ausgefüllt und ja, wie sie verziert. Hier habe ich dann die Vögel dann extra auf die Kerze raufgegeben. Genau, also das wäre zum Beispiel auch ein schönes Motiv für eben für eine Taufkerze. Natürlich, dann kann man in der Größe ein wenig variieren. Hier habe ich einfach so ein schillerndes Herz ausgeschnitten und mit einem rosa Kerzenband ein bisschen dekoriert. Hier habe ich ein kleines Bärchen, wo man das schön sehen kann. Genau, das war jetzt genau mittig, halb blau und halb weiß. Und zwar kann man diese Figuren entweder, wie gesagt, mit einer Schablone, also selbst vorzeichnen und dann ausschneiden. Oder dieses Bärchen habe ich zum Beispiel mit so einem Stanzer einfach ausgestanzt. Also diese Stanzer gibt es in jedem Papiergeschäft, Bastelladen. Und normalerweise bekommt man sie benutzt man sie für Papier, für Kartons, für Grußkarten zum Verzieren und so weiter. Genau. Und da habe ich mir ein bisschen ausgetobt mit den verschiedenen Kerzenbands. Genau, das war mal die Möglichkeit. Ja, möchte ich einmal verschiedene Bands zeigen. Und zwar gibt es die in den unterschiedlichsten Farben. Vielleicht sollte man direkt, also vorher ein wenig üben, wie das funktioniert, wenn man es direkt auf die Kerze wenn man direkt die Kerze dekoriert, verziert. Und dazu eignen sich zum Beispiel auch wunderbar solche, ja, noch was probiert gehabt, solche
traurigen Kerzen, die einfach nach einer Verzierung schreien regelrecht. Genau. Man nimmt dann einfach den Pen und macht ein Muster. So, das ist ganz toll, weil ich mir jetzt nicht vorher nicht überlegt habe, welches Muster. Und einfach drauf los macht. Aber ich denke, es ist jetzt nicht so schwer zum Verstehen. Also einfach vielleicht vorher mal üben ein bisschen, dass man da eine gleichmäßige Linie dann hinbekommt. Genau. Genau, das wären dann die Kerzenbands. Dann, wir brauchen dann dazu am besten auch so eine Unterlage. Und zwar habe ich so ein Kirschkernkissen. Einfach deshalb, damit die Kerze dann nicht davonrollt. Wenn man sie da um hat und sie rollt und es ist alles noch flüssig, verwischt das Ganze und das wollen wir natürlich nicht. Einfach so, genau, Kirschkernkissen zum Beispiel. Oder hier habe ich so ein Lavendelkissen. Und genau, hier gibt es auch eine Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit einer Verzierung einer Kerze. Und zwar habe ich diese Kerze vor vielen Jahren von einer ganz lieben Freundin bekommen. Diese Kerze hat sie damals auch selbst gemacht und mit einem wunderschönen Einhorn. Und natürlich kann ich so eine Kerze jetzt nicht anzünden, weil ja, ich das einfach viel zu schade finde, wenn man sie dann verheizt, sozusagen. Gut, also welche Arten, wie bringe ich jetzt ein Muster auf diese Kerze? Und zwar nehme ich zum Beispiel, hier habe ich schon ein kleines Herzchen ausgestanzt. Gerade zur Weihnachtszeit bietet sich das ja an, die Farben Rot oder Gold. Ich habe jetzt mal Rot genommen und dazu kann man dann einfache Keksausstecher nehmen. Genau, hier habe ich einfach einen großen. Gleich dazu zu sagen, die mit den Also die welche jene, die aus Metall sind, die gehen ein wenig leichter. Hier habe ich welche aus Plastik genommen. Und ja, es ist einfach ein bisschen schwieriger zum Ausdrücken. Einfach dann ein paar Mal fest aufdrücken. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und sonst mit Hilfe von einem Cutter dann. Na, das funktioniert. Wunderbar. Dann vorsichtig lösen. Ja, ihr habt da halt jetzt die Angewohnheit von Fimo nachher, dass ich da immer die Kanten ein bisschen gleich mache. Dass das alles ein bisschen gleichmäßiger wirkt. Ja, was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, wenn man eine Kerze verziert, vielleicht darauf achten, dass es keine lackierte Kerze ist und nicht direkt auf der Kerze oben schneiden. Weder das Wachs noch direkt an der Kerze herummodellieren, da man jeden Kratzer, jeden Ritzer wirklich dann schön sieht. So, das ist jetzt ein größeres Herzstück. Und brauche ich jetzt nur irgendwas Spezielles dazu? Irgendein Kleber oder so? Nein. Es reicht die Handwärme. Also natürlich sollte auch das direkte Umfeld, wo man jetzt die Kerze bearbeitet, nicht unbedingt jetzt draußen bei minus 25 Grad jetzt stattfinden. Sondern schon im Warmen halt und da, wenn es geht, jetzt auch nicht unbedingt bei
plus 40 Grad. Wunderbar. Einfach andrücken. Ja, und das war's dann auch schon. Hier habe ich dann die zweite. Hier habe ich eine zweite Herzhälfte. Einfach andrücken. Wie gesagt, die Hand wäre mir reicht. Das ist jetzt ein bisschen größeres Stück. Also weil normalerweise nimmt man ja oft kleinere Wachsstücke. Hier habe ich zum Beispiel ein kleineres mit dem Metallherz ausgestochen. Es geht dann natürlich ein wenig schneller, nicht leichter. Leichter ist nicht, es ist sowieso alles komplett leicht. Und tada, das wäre es eigentlich schon. Somit hätte man auch ein tolles Geschenk. Weihnachten, Geburtstag, Muttertag, Vatertag, kleines Mitbringsel, wenn man irgendwo eingeladen ist. Und ja, natürlich kann man das jetzt auch noch weiter verzieren. Und so, machen wir die andere Kerze jetzt. Genau, wie gesagt, einfach Punkte, Linien, Striche mit einem anderen, mit einem direkten Kerzenband. Oder man könnte nun auch, was wir da alles haben, solche Deko-Elemente aufsetzen und diese mit einem Kerzenband ausfüllen. Hier vielleicht eher die kleinere Variante mit dem kleineren Herz. Oder man könnte zum Beispiel so eine Schablone auf das Wachs geben und diese dann vorsichtig mit einem sehr scharfen Cutter ausschneiden. Genau, man könnte auch, wie gesagt, es gibt hier einige Varianten. Habe ich jetzt meine arme Kerze? Okay, gut, das ist noch ganz trocken. Man könnte zum Beispiel auch die Kerze ganz verkleiden. Das wäre zum Beispiel für diese Kerze genau die richtige Größe. Und wenn sie dann, das ist die einzige Ausnahme, wenn man das auf der Kerze dann direkt machen kann, weil anders würde es bei dieser Art jetzt nicht funktionieren, dass man das jetzt andrückt, also dass man die Kerze rundum verziert, es dann einfach dann so belässt, oder mit einer mit einem Struktur wie heißen die jetzt? Strukturblättchen mit einer Strukturfolie, okay, aufsetzt, andrückt und dann abzieht, sodass man direkt das Muster dann oben hat und schon das Wachs eben auf der Kerze ist. Ja, und so kann man eben mit verschiedenen Arten dann arbeiten. Bei dieser Art von der Strukturfolie würde ich dann eher zu diesen gröberen, also die etwas höher sind, raten. Die feineren funktionieren hierbei jetzt nicht so wirklich gut. Genau, also Strukturfolien gibt es in den unterschiedlichsten Arten auch. Also ich habe da ja einige, das wäre auch super, ganz super toll jetzt da. Eben für Weihnachten jetzt mit Sternen. Da hätten wir Herzchen. Okay, das sind die anderen, die sich für dieses jetzt nicht so eignen. Dann gibt es eigene mit verschiedenen Bändern eigentlich.
Genau, und da gibt es halt die unterschiedlichsten mit Blümchen, Blasen oder ja, geometrischen Mustern oder hier mit einer Holzstruktur. Genau. Oder man könnte zum Beispiel auch eine Vorlage, so ein Tortenmotiv nehmen und dieses dann auflegen und dieses dann eben, wie gesagt, direkt dann ausschneiden oder sonst ausschneiden und mit einem Kerzenbändern ausfüllen. Ja, und ich denke, genau, und da gibt es auch noch andere, die verschiedensten Formen eben. Auch diese, die könnte man dann zum Beispiel einen Schmetterling direkt dann aufkleben und mit Kerzenbändern ausfüllen. Schön vorsichtig natürlich, dass nichts verwischt. Immer ein wenig Geduld mitbringen, damit es sich nicht verwischt, wie gesagt. Genau, und hier gäbe es auch noch so Wachsborten. Und ja, diese gibt es auch in den verschiedensten Stärken. Und da ist natürlich zu beachten, also je dünner eine Stärke, eine Borte ist, umso vorsichtiger sollte man dann damit arbeiten. Denn sie brechen dann ziemlich leicht und wenn man dann auf der Kerze herumschnörkelt und vielleicht einer versucht, das Ganze zu verblenden, wie, wo ist meine, da, Ultrichter, ja, okay. Man kann dann auch noch versuchen, eben wie gesagt, das ein wenig zum Verblenden. Das ist dann, dass der Übergang dann nicht so extrem ist, aber das muss man jetzt auch nicht unbedingt machen. Das ist für Leute, die gerne alles ganz genau haben oder machen müssen oder wie gesagt. Und hier sieht man auch schon, auch wenn man sogar mit dem feinen, mit dem leichten, mit dem Werkzeug, mit dem man auch mit Palfimo arbeitet, hier an der Kerze ankommt, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann, sieht man hier schon die Spuren. Ja. Aber es muss ja auch nicht wirklich so perfektionistisch sein. Genau, also das könnte jetzt eigentlich schon reichen. Für den Partner als Geschenk zum Beispiel. Und wenn man zum Beispiel auch zum Beispiel Namen haben möchte, kann man eben mit dem Pen wieder arbeiten oder es gäbe Folien dazu, welche man schon fix fertig kaufen kann. Man kann sich auch solche Folien erstellen, diese dann aufkleben. Und diese dann eben nachziehen. Diese gibt es auch in den unterschiedlichsten Größen und Formen. Und ja, Schriften sind im Allgemeinen relativ schwierig so zu machen. Vielleicht, wenn man eine Schrift direkt an der Kerze anbringen möchte, diese wirklich vorher üben oder sonst auf einer Folie, ausschneiden und dann nachziehen. Weil es wäre wirklich schade, wenn man dann sich wirklich dann die Arbeit und die Mühe macht und viel Liebe, Zeit und Energie hineinsteckt und dann beim Namen oder beim Datum das Ganze dann verhaut, weil es einfach dann wie ein schief ist. Wenn man es am Anfang, wenn es auch nicht so schön ist am Anfang und es verwischt, kein Problem, einfach mit einem Tuch abwischen und man kann wieder von neuem beginnen. Wie gesagt, man sollte es vielleicht nicht so oft machen, weil es hinterlässt wirklich Spuren auf der Kerze. So, das war es jetzt eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Und ja, es gibt die unterschiedlichsten
Kerzen natürlich. Und ich werde mich dann jetzt da ein wenig damit befassen noch weiter. Und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig zu neuen Ideen inspirieren. Und ich wünsche euch gerade jetzt da in dieser Zeit eine harmonische Zeit. Habt keinen Stress. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.